Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Heute unter dem Titel Swing Trading mit Vorfiltern. Und was es sich dabei genau handelt, wird Ihnen dann auch ganz kurz einer unserer Referenten, und zwar das ist der Ingmar Königshofen, aber auch die anderen wollen natürlich erwähnt werden, René Wolfram und Stefan Feuerstein, erklären. Und wir stellen Ihnen heute vier Basiswerte vor, auf die wir eine Trading-Idee ausarbeiten und genau dabei nutzen wir diese Vorfilter. Die Ideen sind heute einen Trade auf den S&P 500, einen auf WTI Öl, einen auf Kaffee und das Währungspaar Sterling US-Dollar oder auch GBP US-Dollar. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine. Und neben den Webinaren bin ich auch für den Service zuständig. Ganz kurz von unserer Seite ein kleiner Hinweis. Wir haben neue Turbo-Optionsscheine auf die MSCI ETF, auf verschiedene MSCI ETFs, das heißt auf dem Core MSCI Emerging Markets, den Core MSCI World, India und Small Cap ETF. Wen das interessiert, einfach mal bei uns auf der Produktwebseite nachschauen, wo Sie die finden, zeige ich Ihnen gleich. Ansonsten kurze Hinweise von meiner Seite. Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise zu denselbigen erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen hier auch keine Anlageberatung. Und bitte beachten Sie, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko beinhalten, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen der Knockout-Schwelle bei Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen. Und zu guter Letzt muss ich natürlich auch das Ausfallrisiko der Emittentin oder des Emittenten erwähnen. Ich habe es schon erwähnt, Sie können uns kontaktieren, beziehungsweise ich kümmere mich um den Service bei der Société Générale. Rufen Sie mich an, chatten Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten hier eine kleine Übersicht über unsere Services, darunter auch ein kostenfreies Magazin, das Sie sich nach Hause bestellen können. Alles umsonst. Aber ja, so viel jetzt von meiner Seite. Ich übergebe jetzt direkt an den Ingmar. Der wird nämlich einen kurzen Blick auf das letzte Webinar werfen, und zwar auf die Trades, die wir vorgestellt haben, und dabei reinschauen, ob diese drangekommen wären und wie diese performt haben. Schönen guten Abend, Ingmar, schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Holger, einen wunderschönen guten Abend, die Runde. Auch ich, beziehungsweise wir freuen uns natürlich heute wieder in diesem Webinar dabei zu sein. Und du hast es am Anfang gesagt, wir wollen über Swing Trading mit Vorfiltern sprechen. Vielleicht vorneweg mal für alle, die uns noch nicht kennen, die vielleicht in diesem Webinar, zumindest bei unseren Webinaren hier bei der Société Générale noch nicht mit dabei waren. Wir nutzen verschiedene Vorfilter, die uns zunächst einmal möglichst objektiv anzeigen sollen, ob ein Markt eher für die Long- oder für die Short-Seite interessant sein könnte für die nächsten Wochen. Dazu zählen beispielsweise COT-Daten, also der Commitments of Traders Report aus den USA, Saisonalitäten, Sentiment-Analysen, Intermarket-Analysen und so weiter und so fort. Das übernimmt bei uns immer der René. Und anschließend gehen wir dann in die technische Analyse, die der Stefan aufgreifen wird. Und er zeigt dann eben, ja, ab welchem Zeitpunkt wäre es denn eben auch aus charttechnischer Sicht sinnvoll, einen entsprechenden Trade zu eröffnen oder aber auch zu schließen. Genau das bedeutet nämlich, der Stefan leitet dann auch aufgrund der charttechnischen Situation ein konkretes Trading-Setup her. Wo ist der Einstieg zu wählen? Wo sind potenzielle Ziele? Und wo ist eben auch ein Stop zu platzieren? Und genau so gehen wir vor. Warum machen wir das? Wir wollen eben möglichst erstmal diese objektive Herangehensweise haben, damit wir nicht subjektiv an einen Markt herantreten und sagen, ja, der Markt müsste ja sowieso fallen. Also beispielsweise der DAX, weil hier geht ja eh alles drunter und drüber gerade. Und auf einmal merkt man, oh, die Märkte steigen ja trotzdem. Und genau aus diesen Gründen wollen wir eben nicht subjektiv an den Markt herantreten, sondern durch diese Vorfilter, die uns das entsprechend anzeigen sollen. Und beim letzten Mal, als wir hier waren, haben wir natürlich auch wieder verschiedene Strategien vorgestellt. Und diese wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Wir werden heute zwar wieder über das britische Pfund gegen US-Dollar sprechen, aber auch beim letzten Mal haben wir schon genau dieses Thema aufgegriffen. Das war am 16.10. der Fall. Da hatten wir eine Short-Positionierung aufgezeigt. Der René hatte nämlich gezeigt, wie die Vorfilter aktuell aussehen. Diese waren eher ja, für die Short-Seite relevant. Laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 1,3220 mit den Zielen bei 1,30, 1,27, 1,23 und einem Stop bei 1,35. Jetzt schauen wir mal rein, wie ist das Ganze gelaufen. In weiß wieder eingekreist der Tag des Webinars.
Aber unser Limit, das wurde gar nicht erreicht. Wir sind also in diesen Trade zum Beispiel gar nicht reingekommen. Deswegen können wir das hier relativ schnell überspringen, weil wir heute ohnehin nochmal über den Euro-US-Dollar sprechen werden. Als zweite Strategie hatten wir eine Strategie auf Natural Gas, also auf Erdgas vorgestellt. Auch hier hatten die Vorfilter aufgezeigt, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnten. Laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 2,70 $ mit den Zielen bei 2,30, 1,90 und 1,53 und einem Stop bei 3,20. Und auch hier wollen wir mal schauen, wie sah das Ganze aus. Wir sehen eben in Weiß wieder eingekreist den Tag des Webinars und es hat dann eben gedauert. Dann gab es hier durch diesen Kontraktwechsel den Einstieg in diese Position, mit der wir jetzt aktuell dann leicht vorne liegen, aber auch das erste Kursziel wurde noch nicht erreicht und der Stop ebenso wenig. Eine weitere Strategie war WTI Rohöl, hier auch wiederum die Short-Seite zu favorisieren. Ist natürlich klar, bei Natural Gas hatten wir das auch schon aufgezeigt und die Energiemärkte, die tendieren ja oftmals gleich und zu den Energiemärkten zählt ja beispielsweise WTI Rohöl und aber auch Natural Gas oder auch Heizöl beispielsweise. Und aus diesem Grund war das hier auch die Short-Strategie und laut Stefan wieder ein Limit 76 US-Dollar mit den Zielen bei 69, 65 und 61 US-Dollar und einem Stop bei 81. Auch hier wollen wir wieder mal schauen, wie ist das Ganze bisher gelaufen. Die Tendenz war ja vielleicht bislang ganz okay, aber auch hier wurde das Limit bisher nicht erreicht. Wir arbeiten hier immer gerne mit Limits natürlich oder auch mit Stop-Buys, weil eins muss natürlich klar sein, wir haben nicht jede Woche und nicht jeden Tag hier ein Webinar. Das heißt, wir müssen natürlich genau überlegen, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, wirklich dann auch aus charttechnischer Sicht einzusteigen. Und dann wird es natürlich viele Trades geben, wo man vielleicht knapp nicht reinkommt. Aber ihr könnt das ja auch immer hier als Inspiration mitnehmen, einfach euch diese Märkte natürlich dann auch genauer anzuschauen, unter die Lupe zu nehmen. So, und das soll zum Rückblick gewesen sein. Ich übergebe an den René, der heute starten wird wieder mit einem Vorfilter. Und dann entsprechend wird wieder übergeben an den Stefan und der Holger wird dann aufzeigen, wie man das Ganze produktseitig umsetzen kann. In diesem Sinne, ja, viel Spaß und das Wort gehört dir, René. Ja, danke Ingmar und auch von mir hallo in die Runde. Wir beginnen mit dem S&P 500. Wir sehen hier erst einmal den Chart, so oben den Chart des S&P, nahe Allzeithoch, jetzt auch seit der US-Wahl. Die Aktienmärkte erstmal beflügelt, also zumindest die US-Aktienmärkte. Beim DAX sieht es ein bisschen anders aus. Also hier oben sehen wir den Preischart und unten sehen wir dann die COT-Daten. Und sehen, dass die Fonds grün sehr hoch investiert sind im S&P. Positiv zu werten dabei ist, sie kaufen immer noch. Sieht man daran, beziehungsweise man kann grundsätzlich sagen, wenn man sich das mal hier anschaut, grüne Linie, also die Nettoposition der Fonds, das Managed Money, wenn die steigt, dann steigt auch der Aktienmarkt, beziehungsweise der S&P in dem Fall. Wenn sie fällt, so wie hier, dann fällt der Aktienmarkt. Gibt ein paar wenige Ausnahmesituationen, aber grundsätzlich sind das die trendtreibenden Adressen. Und das Positive hieran ist, sie sind zuletzt immer noch am Kaufen gewesen. Das heißt also, die Trendtreiber haben noch gekauft. Negativ dabei ist allerdings, dass sie schon relativ hoch investiert sind. Und wenn man sich mal anschaut, in der Vergangenheit ja noch ein bisschen was dazu. Also wenn wir so über 1 Million netto, also 1 Million Kontrakte netto long waren, das war hier 2020 unmittelbar vor dem Crash, das war 2018 vor dieser ja, Korrektur und auch dann später Crashbewegung. Und wir hatten das auch 2015 auf 2016 in einem ähnlichen Ausmaß. Also der Markt neigt dann dazu, die Luft wird dünner und dann kommen auch Korrekturschübe. Alles innerhalb des Aufwärtstrends in der Regel und nicht nachhaltig. Aber man muss eben dann auch ein bisschen vorsichtiger agieren. Heißt also, wir haben von den COT-Daten her ja eigentlich zwei geteilte Signale. Einmal, die Fonds kaufen noch positiv. Andererseits, sie sind schon relativ hoch investiert. Und gerade wenn wir ein Umfeld haben, das ist so mein Erfahrungswert, gerade wenn wir ein Umfeld haben, bei dem die Zinsen relativ hoch sind und oder gerade erst es anfängt, dass sie von einem hohen Niveau aus gesenkt werden, dann erweitert sich dieses Universum nicht. Das heißt, also die Hoffnung, dass da immer mehr Geld reinfließt in den Aktienmarkt,
die ist dann auf jeden Fall weniger berechtigt, beziehungsweise dieser Hoffnungsschimmer, der ist kleiner. Heißt also, Trend noch intakt, Fonds noch am Kaufen, aber sehr hohes Niveau. Das heißt also, wenn man was auf der Long-Seite macht, dann wäre es sinnvoll, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man dort mit moderateren Positionsgrößen agiert. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, weil es ja bei vielen immer nur darum geht, auf welchem Preisniveau steigen wir ein und Long oder Short. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch das Money Management im Blick hat und nicht einfach nur nebulös Money Management hier in den Raum reingeworfen, sondern wann immer die Unsicherheiten größer werden, wann immer vielleicht auch die Vorfilter, wie jetzt hier, so ein bisschen diffuser sind. Der eine Filter zeigt vielleicht, oder das eine Kriterium zeigt Long an, das andere vielleicht schon Short. Dann kann es sinnvoll sein, dass man ja die höheren Wahrscheinlichkeiten handelt, logischerweise, aber dass man halt die Einsätze reduziert, dass man vielleicht mit einer Hälfte oder mit einem Drittel von dem, was man normalerweise einsetzt, handelt. Also das ist auch vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Faktor, zweiter Filter, bevor ich an den Stefan übergebe, ist die Saisonalität. Blaue Linie hier ist der tatsächliche Verlauf der letzten 12 Monate des S&P, beziehungsweise genau genommen des S&P Future. Und die rote Linie ist die 5-Jahres-Saisonalität, also die letzten 5 Jahre aufeinander gestapelt und durch 5 geteilt. Dann kommt dieser Durchschnittsverlauf raus. Und die grüne Linie ist die 15-Jahres-Saisonalität, die letzten 15 Jahre kumuliert betrachtet, kommt dieser Durchschnittsverlauf raus. Wir sehen, dass wir seit Oktober in der saisonal typischerweise starken Phase sind. Und wir sehen auch, dass sich der Markt im Moment jedenfalls absolut typisch verhält. Blaue Linie geht ziemlich konform mit der grünen und der roten. Das heißt also, die klassische Saisonalität und der tatsächliche Verlauf, die sind im Prinzip nahezu deckungsgleich. Es passiert also genau das, was man zu dieser Jahreszeit erwarten darf. Und das ist ja eines der bekanntesten, aber auch zugleich stärksten saisonalen Muster. Ab Oktober Long im Aktienmarkt. Und das im Prinzip eigentlich bis ins neue Jahr, ja, mindestens bis Februar, in der Regel sogar bis in den April hinein gehalten. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Und auch da gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich kann ja auch splitten. Das heißt also, ich kann meine Einstiege splitten, ich kann in mehreren Tranchen reingehen, ich kann aber auch in mehreren Tranchen rausgehen. Es würde sich also zum Beispiel anbieten, dass man hier saisonal Mitte Februar mal Kasse macht, einen Teilverkauf vornimmt, wenn man dieses saisonale Zeitfenster handeln möchte, weil da gibt es dann zumindest mal eine Phase, in der es eher diffus läuft, keine Signifikanz für eine Richtung hat und dann die zweite Tranche wäre eben dann so Ende April glattzustellen. So kann man das, ohne dass man jetzt hier großartig mit Glaskugelmodus agiert, eigentlich ganz clever aufsetzen. Heißt also, wenn wir es zusammenfassen, COT-Daten sind im Grunde noch positiv, weil die Fonds immer noch am Kaufen sind, bis zuletzt. Aber ein bisschen Vorsicht ist geboten, weil sie eben schon hoch investiert sind. Und klassisch saisonal haben wir hier natürlich die Situation, dass seit Oktober der Aufwärtsmodus hier aktiv ist. Es gibt dann oftmals so Mitte November so ein bisschen einen Durchhänger oder so ein bisschen eine Konsolidierung. Aber das wären zu feine Zeitfenster, in denen sollte man einfach nicht denken. Aber grundsätzlich ist die Saisonalität für den Aktienmarkt hier bis tief ins neue Jahr hinein positiv. Und es macht grundsätzlich Sinn, dass man die höchstmöglichen Wahrscheinlichkeiten handelt und nicht versucht, immer wieder die Ausnahmefälle oder auf die Ausnahmefälle zu setzen. Von daher also, das ist die Situation bei den Vorfiltern und es macht grundsätzlich immer Sinn, dass man natürlich das Ganze auch noch über Preisbestätigungen filtert, beziehungsweise dass man seine Einstiege und das Trade Management über den Preis regelt. Und da oder dazu übergebe ich an den Stefan, der uns da mit der aktuellen Situation oder mit der Beschreibung der aktuellen Situation hier erhellen kann. Jawohl, und jetzt sollten 4 Chart-Ebenen eingeblendet sein. Ich habe immer die, hoppala, oben links die Stunden,
Ebene, oben rechts die Tagesebene, unten links die Wochenebene und unten rechts die Monatsebene. Bedeutet, ein Balken hier in der Monatsebene ist ein Handelsmonat, während es eben in der Stundenebene eine Stunde ist. Und damit habe ich mehr Informationen, als wenn ich mir eben nur eine Zeitebene anschauen würde, und kann dann eben auch übergeordnete Trends damit erkennen, beziehungsweise auch langfristige Unterstützungen und Widerstände und so weiter. Beim S&P haben wir ja seit Herbst vergangenen Jahres, wie es auch beim DAX ist oder Dow Jones oder auch Nasdaq, eine Aufwärtsbewegung. Hintergrund war die Zinsfantasie, dass eben auch die US-Notenbank die Zinswende einleitet. Die hat sich jetzt lange Zeit gelassen damit, aber an der Börse wird ja nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft gehandelt, und deswegen ist auch der S&P auf einer Welle nach oben geschwommen, die eben den Hintergrund der fallenden Zinsen hat. Jetzt hatten wir in diesem Jahr US-Wahl, und da war es im Vorfeld so, da lässt die Dynamik immer etwas nach. Das sieht man hier so im September, Oktober, haben wir eine Seitwärtstendenz drin gehabt, hatten nochmal die Region um 5.700 Punkte als Unterstützung getestet, bestätigt. Und mit dem Wahlsieg von Donald Trump ist die Unsicherheit natürlich irgendwo weg, und deswegen ging es nach oben. Wir hatten auch ja das Szenario, dass der Aktienmarkt im Jahr 2016, als Trump das erste Mal Präsident der Vereinigten Staaten wurde, dass es da im Anschluss eben zu einer sehr kräftigen Rallye gekommen ist, und da hatte der eine oder andere Anleger jetzt eben die Hoffnung, dass sich da Gleiches wieder gibt, und vor allem im Hinblick auf das Szenario weiter fallender Zinsen, dass eben da der Trend weiter nach oben geht. Das hat jetzt den S&P seit dem Wahlergebnis angeschoben. Wir haben jetzt die letzten Tage hier so eine kleine Dynamik reinbekommen, und eine kleine Konsolidierung, und da muss ich jetzt eben zeigen, wie geht's kurzfristig weiter. Wir sind an der runden Zahl von 6.000 Punkten dran, die aktuell eben nach der Rallye einerseits seit dem Wahltag und andererseits aber auch seit dem Zwischentief im Anfang August haben wir eine schöne Rallye präsentiert, und deswegen auch anfällig dafür, dass es wieder mal einen Rücksetzer geben könnte, vor allem eben an der runden Zahl von 6.000 Punkten. René hat schon erwähnt, der Trend nach oben ist weiterhin intakt, allerdings natürlich mittlerweile fortgeschritten, je nachdem, welchen Trend das ich betrachte. Einmal den, der im Herbst des vergangenen Jahres begonnen hat, oder eben auch dann der kurzfristigere, der im August dieses Jahres gestartet ist. Und ja, für die Möglichkeit, dass wir eben einen kleinen Rücksetzer sehen, dass wir so diese ehemalige Widerstandszone hier bei rund knapp unter 5.900 Punkten jetzt nochmal als Unterstützung bestätigen. Da machen wir ein paar Linien weg, dann kann man wieder mehr erkennen. Wir hatten ja hier im Oktober die Widerstandszone bei knapp unter 5.900 markiert. Könnte eben sein, dass wir da kurzfristig nochmal zurückkommen und diese ehemalige Widerstandszone jetzt als Unterstützung bestätigen. Das Ganze nennt sich Pullback-Reaktion und bietet nochmal nachträglich die Möglichkeit, zu einem günstigeren Niveau einerseits einzusteigen und auf der anderen Seite auch einen sinnvollen Stoppkurs irgendwo zu platzieren. Heißt, wenn es wirklich in den kommenden Tagen runtergeht, und dann würde es sich anbieten, bei 5.900 eine Long-Position zu eröffnen, der Ausstieg dann natürlich knapp unter dem letzten Zwischentief. Das heißt, wir hatten hier bei 5.700 etwa das letzte Zwischentief, und da würde ich allerdings ein bisschen mehr Schwankungsbreite zulassen und würde das Ganze dann auf 5.600 Punkte ziehen. Heißt, erst dann würde eben der Stoppkurs ausgelöst. Wenn wir allerdings dann unter dieses Niveau fallen, dann hätten wir wirklich ein markantes Trendwendesignal drin, und dann ist davon auszugehen, dass es auch sehr dynamisch weiter nach unten weggeht. Deswegen ist der Stoppkurs an der Stelle ja besonders erwähnenswert, wenn der eben ausgelöst wird, ist von der Trendwende
auszugehen, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, an der Long-Position festzuhalten. Sollte die Pullback-Reaktion jetzt erfolgreich abgeschlossen werden, heißt, wir fallen zurück in Richtung 5900 und ziehen im Anschluss wieder an und können dann eben auch die runde Zahl von 6000 Punkten überwinden, dann wäre im Laufe der kommenden Wochen, ich würde mich hier mal auf den Zeitraum bis Ende des Jahres beschränken, da sind wir irgendwo im Bereich zwischen 6300 und 6500 Punkte, was innerhalb dieses, den wir hier in der Tagesebene sehen, innerhalb dieses Trendkanals eben an Kurssteigerung innerhalb des Zeitraums möglich wäre. Bevor ich an den Holger übergebe, fasse ich das Trading Setup wie immer nochmal zusammen. Wir haben das Limit, der Einstieg im Falle einer kleinen Abschwächung bis 5900 Punkte, Ausstieg 5600. Wenn wir darunter fallen, haben wir ein Trendwendesignal drin und die Ziele 6300 bis 6500 Punkte. Soweit von meiner Seite an den Holger. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die. Also wir haben das Problem, unsere Webseite ist leider down. Unsere IT macht ein wichtiges Update. Insofern tut mir leid, müssen die Produkte heute ausfallen. Aber ich biete hier gerne an, wer die Trades gerne von uns in Produkten gezeigt bekommen will, kann uns dann unter den angegebenen Kontaktdaten morgen kontaktieren. Tut mir leid an der Seite. Wunderbar, dann machen wir mit dem René weiter. Genau, zweiter Markt. Wir sind beim Rohölpreis. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal schon thematisiert. Aus dem einfachen Grund, es gibt jahreszeitlich bedingt immer Phasen und nicht einfach nur Zeitpunkte, sondern Phasen, in denen bestimmte Märkte aufgrund von Produktionseigenschaften oder Eigenheiten, aufgrund von Nachfrageeigenheiten, die spezifisch für diesen Markt sind, eben sehr stark zu einer spezifischen Richtung tendieren. Jetzt zum Beispiel ab Oktober, Ingmar hat es vorhin auch schon anklingen lassen, so ab Mitte Oktober haben wir eine Phase, in der die Energies für die Short-Seite unfassbar interessant sind und sehr, sehr regelmäßig auch zur Schwäche neigen. Und wenn sie zur Schwäche neigen, was so in 70-75% der Fälle passiert, dann ist es auch oftmals so, dass sie sehr stark schwächeln. Das heißt also, man trifft nicht nur, sondern man kann dort auch ordentlich verdienen. Allerdings, wie gesagt, Trefferquote 70-75%, je nachdem, ob wir von Erdgas oder von WTI sprechen. Das bedeutet natürlich auch, in einem von vier Fällen funktioniert es nicht. Und diese eine von vier Fällen, der könnte sich natürlich auch mal häufen. Das heißt, es könnte auch mal 2, 3, 4 Jahre hintereinander nicht funktionieren. Also von daher sollte man jetzt bei solchen Aussagen auch immer die Kirche im Dorf lassen, zumindest als Zuhörer, und wissen, das ist keine sichere Kiste von wegen, das wird auf jeden Fall aufgehen, sondern es ist halt einfach nur wahrscheinlich. Und wenn ich das jedes Jahr mache, zur gleichen Zeit, im Dezember kommen zum Beispiel die Metalle dann, wo wir natürlich dann auch hier in diesem Zeitfenster drüber sprechen werden. Wenn ich das jedes Jahr mache, dann werde ich am langen Ende damit mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz gutes Geld verdient haben. Aber ob der Einzelfall natürlich erfolgreich ist, das wissen wir nicht. Das schon mal vorweg. Aber das auch als Erklärung, warum letztes Mal WTI, warum jetzt WTI. Ich mache zum Beispiel in dieser ganzen Zeit, jetzt in den letzten Wochen, habe ich immer wieder Rohöl gehandelt. Ich habe immer wieder Erdgas gehandelt, weil es einfach mehrere Setups gibt, die in dieses Zeitfenster fallen, weil es einfach eine sehr, sehr markante Jahreszeit ist und sehr hohe Wahrscheinlichkeiten hat. Wie sieht es bei den COT-Daten aus? Die schauen wir uns als erstes an für Rohöl. Oben der Rohölpreis. Wir sehen, Rohöl ist von diesem Preisschock 2022, den es da gegeben hat, wo wir mal in Richtung 130 unterwegs waren, ganz kurz, hat sich relativ schnell wieder zurückgebildet und ja, pendelt jetzt im Prinzip seit 2 Jahren so um die 80 Dollar herum. Mal 5 bis 10 Dollar darüber, mal 5 bis 15 Dollar darunter. So, das ist der Dunstkreis. Und die Bewegungsamplitude ist kleiner geworden. Das heißt, da zieht sich die Volatilität auch zusammen. Und wir sind jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit wieder eher schwächer gegangen, allerdings mit moderaten Ausschlägen, wie gerade schon gesagt. Das heißt also, viel hat sich da jetzt nicht getan. Man sieht es auch die Monatsschlusskurse hier.
bei diesem Balkenhistogramm, die liegen alle fast gleich auf. Das heißt also, da hat sich zwar innerhalb des Monats ein bisschen was bewegt, nach oben, mal nach unten, aber am Ende standen wir immer wieder auf diesem Niveau um die 69, 70 Dollar herum. Und ja, die Fonds sind hier, wir haben das ja vorhin auch gesehen beim ersten Markt, beim S&P, dass die Fonds als Trendtreiber fungieren. Bei Rohstoffen gibt es öfter mal Situationen, nicht super oft, aber es gibt öfter mal Situationen, in denen die Produzenten auch mal in den Ring steigen müssen und über den Terminmarkt selbst kaufen, wenn es zum Beispiel eine Unterdeckung gibt, also wenn das Angebot defizitär ist, dann kann das passieren, dass die Produzenten auch mal den Preis nach oben treiben. Das ist zum Beispiel hier 2021 auf 2022 passiert. Rote Linie hier unten, die Producer. Und die haben in dieser Zeit in steigende Preise hinein gekauft. Wenn sowas passiert, dann ist die Marktsituation außergewöhnlich und dann weicht alles von der normalen, vom normalen Modus ab. Aber insgesamt können wir sagen, jetzt zuletzt haben die Fonds tendenziell eher verkauft. In der letzten Woche ist ja jetzt nicht viel Veränderung eingetreten, aber insgesamt haben sie jetzt hier seit, ja, in den letzten 12 Monaten tendenziell eher verkauft. Nicht umfangreich, aber sie sind eher auf der Verkaufsseite. Das heißt also, das spräche eher für Short. Und wir haben auch noch kein Extremlevel erreicht, also extreme Niveaus auf der Unterseite hatten wir hier 2016. Da sind wir jetzt nicht so weit weg davon, aber da fehlt noch ein bisschen was. Und vor allem, wir hatten das hier 2010. Das war zum Beispiel eine Situation, da war die Nettoposition nahe Null. Und wenn sowas auftritt, dann ist es für, also die Nettoposition der Fonds nahe Null. Das ist dann attraktiv zum Kaufen, weil die Fonds eigentlich bei Rohöl praktisch durchgängig auf der Long-Seite unterwegs sind. Genauso wie die Produzenten bzw. die Commercials insgesamt auf der Short-Seite sind. Das ist diese rote Linie hier oben, das sind die kommerziellen Marktteilnehmer, also die Produzenten und die abnehmende Industrie, die sind grundsätzlich immer netto short. Und wenn die mal an der Null dran sein sollten, dann kann man im Prinzip, sollte man nicht machen, aber ein bisschen überspitzt formuliert, Haus, Hof, Oma, Opa verpfänden und alles in Rohöl reinpacken, macht man natürlich nicht, weil es wird immer Ausnahmen geben und auch das kann natürlich daneben gehen. Und die meisten haben es ja in den letzten Jahren mitbekommen wahrscheinlich auch, dass der Rohölpreis sogar mal unter Null gefallen war. Also insofern, die Lehre daraus sollte sein, egal wie wahrscheinlich etwas ist, es ist nie sicher. Also von daher, das mit dem Haus, Hof, Oma, Opa auf jeden Fall nicht machen. Also, COT-Daten zeigen an, Fonds sind tendenziell eher am Positionen abbauen, am Verkaufen. Das spräche eher für die Short-Seite. Gucken wir uns die Saisonalität an. Das ist für mich so der Haupthandelsanker bei den meisten Setups, die ich auf Rohöl handle. Und da sehen wir, dass es speziell hier so ab Mitte Oktober, wie ich vorhin auch schon sagte, gen Süden tendiert, üblicherweise. Und der Markt ist auch einer der Märkte, die sehr, sehr stark sich an die Saisonalitäten halten, weil Rohöl ist ein Gebrauchsrohstoff, der am wenigsten substituiert werden kann. Also ob man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Orangenpreise sind gerade hoch, dann lässt man halt Orangen mal weg und sagt, okay, muss ich jetzt nicht haben. Oder wenn die Kakaopreise sehr hoch sind, dann kann man sagen, gut, ich mal halt eine Tafel Schokolade weniger. Aber man kann jetzt nicht einfach aufhören zu produzieren oder zu arbeiten oder zur Arbeit zu fahren, nur weil der Rohölpreis hoch ist. Also von daher, deshalb hat dieser Rohstoff eine sehr, sehr starke und sehr gut nutzbare Saisonalität mit hohen Regelmäßigkeiten, weil es eben dort ein paar wenige Einflussfaktoren gibt, weil die Nachfrage sehr logisch und sehr beständig ist in den einzelnen Jahresabschnitten. Und jetzt diese Schwäche, die jetzt in diesem Zeitfenster ab Oktober bis Mitte Dezember, können wir hier sehen am linken Bildrand, so bis kurz vor Weihnachten, reicht diese Schwächephase üblicherweise. Diese Schwächephase hat damit zu tun, dass natürlich die Bausaison rum ist. Sommerferien sind auch weit weg. Das heißt also, es wird auch nicht so viel mit dem Auto gefahren. Kältere Jahreszeit, man baut weniger, beziehungsweise wird weniger gebaut, es wird weniger transportiert, es wird weniger gereist mit dem Auto oder rumgefahren.
Und wenn man natürlich dann in Richtung Heizöl geht, was ja auch ein Nebenprodukt ist oder ein Produkt, was eben aus Rohöl resultiert, dann ist es natürlich so, dass man, wenn man clever ist, die Tanks schon im Sommer oder im Herbst voll macht und nicht irgendwann am 15.12. feststellt, oh, es ist doch kalt, vielleicht soll ich mal einen Tanklaster bestellen. Also insofern, die Nachfragezeit, die liegt hinter uns. Das heißt, es gibt also eher so ein Nachfrageloch, also eine Nachfragelücke. Und die geht typischerweise so bis Mitte Dezember, 20. 22. Dezember herum. Heißt also, wenn wir alles zusammen oder wenn wir beides zusammennehmen, beide Vorfilter zusammennehmen, die Fonds tendenziell, wenn auch nur leicht, am Verkaufen, spricht eher für Short. Saisonalität ganz klar für Short. Ab Mitte Oktober zeigen die Pfeile da bis in den Dezember, bis Mitte Dezember gehen Süden. Heißt also, die Vorfilter geben hier ganz klar die Richtung vor oder die Instruktion, dass man nach Short-Einstiegen suchen soll. Und wie das Ganze sich charttechnisch darstellt, das kann uns der Stefan jetzt erläutern. Genau, und auch jetzt sollten wieder die vier Zeitebenen sichtbar sein, die Stunde, den Tag, die Woche und der Handelsmonat. Und in der Wochen- und in der Monatsebene sieht man, was René vorhin schon angesprochen hat, dass wir im Jahr 2020 mal kurzfristig ganz negative gerutscht sind, was den Ölpreis anbelangt. Das ist natürlich ein absolutes Extrem, da kann man nicht mit rechnen. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir uns in den letzten Monaten seitwärts bewegt haben und auf der Unterseite hier in der Region um 66 US-Dollar eine Unterstützung markiert haben. Und wir hatten ja im letzten Mal schon einen Trade auf WTI vorgestellt, war damals auch schon mit einer Limit-Order und auch jetzt gehe ich davon aus, dass wir noch nicht gleich durchbrechen durch diese Unterstützung hier, sondern wir vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen eine Erholung reinbekommen. Die läuft auch hier schon im Tagesverlauf. Als ich da heute Morgen den Trade festgelegt habe, waren wir noch wesentlich tiefer gestanden. Limit in dem Fall 70 US-Dollar, die sollten morgen, übermorgen erreicht werden eigentlich und den Stoppkurs dann knapp über dem letzten Zwischenhoch, das haben wir hier bei knapp unter 74, heißt Stoppkurs wäre dann bei 74 Dollar, relativ eng, hat auch den Hintergrund, wenn wir über die 74 gehen, dann würde sich weiteres Erholungspotenzial erstmal ergeben und dann macht es natürlich keinen Sinn, an einer Short-Position weiter festzuhalten, sondern dann macht es mehr Sinn, sich davon zu trennen und dann einfach die ganze Sache neu zu justieren und deswegen eben der enge Stoppkurs. Wenn wir allerdings nach unten weiter nachgeben, wie René ja auch in den Vorfiltern ausführlich dargelegt hat, warum das der Fall sein sollte und natürlich charttechnisch dann diese wirklich markante Unterstützung hier dann unterschritten haben und dann ist mit einer weiteren Abschwächung zu rechnen. Das Ganze könnte natürlich auch politischen Hintergrund haben. Wir haben ja jetzt den neuen, oder wir haben ihn noch nicht, wir haben ihn bald, den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Noch ist er gewählt, aber nicht im Amt bestätigt. Ein Wahlversprechen ist ja, dass er die Energiepreise senken möchte, ist natürlich ein Grund, wo er auch gegen eine steigende Inflation wahrscheinlich einen Pfeil im Köcher haben möchte und sinkende Energiepreise heißt natürlich dann auch, dass der Ölpreis dann fallen müsste, wenn die USA dann weiter nach Öl bohren, Fracking intensiv nutzen, dann könnte das weiteren Druck eben auf den Ölpreis auswirken, sodass auch unter dem Aspekt dann zu erwarten ist, dass wir in absehbarer Zeit dann unter diese Unterstützungszone fallen. Da könnte man eben den Trade auch zweiklassig aufbauen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt ein Limit rein, irgendwo bei 70 Dollar und wenn ich nach unten durchbreche, unter 65 beispielsweise, und dann würde ich den Trade weiter prozyklisch ausbauen und da eben dann die Short-Position nochmal aufstocken. Das wäre eine andere Variante, wie man eben dann auch so einen mittelfristigen Trend schön handeln kann. Von den Kurszielen her haben wir zunächst, wenn wir unter die
65 fallen, liegt das nächste Kursziel in der Region um 59. Da sind wir in etwa hier auf diesem Niveau und im weiteren Verlauf dann sogar schon bei rund 51. Das ist so, sind so die Tiefpunkte von 2019, die damals eben eine Unterstützung markiert haben, wo es dann eben mittelfristig hingehen könnte in den kommenden Wochen bzw. Monaten. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Limit dieses Mal aufgeht und dass wir dann das nächste Mal, wenn wir dran sind, am 4. Dezember, wenn ich das richtig sehe, dann können wir auf den Trade nochmal eingehen und dann auch nochmal auf die Problematik oder auf das Thema mit dem Nachkaufen, wenn es eben bis dahin schon dieses trendfolgende oder trendbestätigende Verkaufssignal gegeben hat und der Kurs dann eben weiter nach unten nachgibt. Ich würde jetzt gerne wieder zum Holger übergeben, aber das Problem ist immer noch da. Deswegen. Ja, ich muss dich korrigieren, Stefan. Ich werde an der Stelle jetzt direkt übernehmen, weil die Wunderbar. Webseite ist wieder da. Das heißt, ich werde jetzt hier bei Öl mal darauf eingehen bzw. zeigen, wie man das entsprechende Produkt auswählt. Aber nicht nur das, sondern auch, wie man hier die Einstiegspunkte, die du uns so schön gezeigt hast, berechnet in dem Produkt. Also ich muss hierbei auf die Zertifikate-Seite der Société Générale gehen und hier nutze ich dann unsere Produktsuche, das heißt hier Untersuche und relativ einfach macht man das, indem man dann WTI aussucht und den Produkttyp, den ich immer gerne nutze, bei den Trading-Ideen sind die unlimitierten Turbos. Diese haben automatisch eine Stop-Loss-Schwelle mit eingebaut. Das heißt, ich muss noch nicht mal eine Stop-Loss-Order platzieren, sondern werde direkt im Produkt ausgenockt. Das hat den Vorteil, dass ich Kosten spare. Dann hier wähle ich den Put und wir haben ja gesagt, die Knockout-Schwelle, also der Ausstieg des Trades, wären bei 74. Das heißt, ich gebe jetzt mal hier als untere Schwelle die 74 ein und hier unten die 74,10. Und jetzt sehen wir hier zwei verschiedene Produkte, die fast ähnlich sind. Ist nur hier ein kleiner Punkt entfernt. Nun muss man beachten und da haben wir in unserer Suche das extra mit aufgebaut und zwar gibt es Produkte, die haben eine Quantofunktion. Also es ist so, dass Öl ja in US-Dollar gehandelt wird, das Produkt aber in Euro. Also alle Produkte, die in Deutschland notiert sind, sind natürlich in Euro notiert. Das heißt, es gibt Produkte, die einmal das Währungsrisiko sozusagen negieren. Also das heißt, man hat ein Quantoprodukt, das heißt kein Euro-US-Dollar-Risiko bzw. Chance. Und es gibt das normale Produkt ohne Quantofunktion. Das heißt, hier hat man dann volles Währungsrisiko oder auch die Chance. Das Ganze kann man an- und ausschalten, indem man Ja oder Nein klickt. Das heißt, man sieht hier schon direkt, dass hier jeweils nur ein Produkt gezeigt wird. Das heißt, wir würden jetzt dieses Produkt hier mal als Beispiel nehmen. In dem Falle haben wir das Quantoprodukt. Das ist ein 1:1, sondern sozusagen zum Euro. Und da kann man da eigentlich schon die Daten eingeben. Also wir haben den Basispreis von 76,427. Aktueller Kurs des Basiswertes, wir gehen dann mal auf das Produkt drauf, ist die Sekunde gerade die 68,61. Und dann müssen wir natürlich hier im Euro-US-Dollar-Kurs eine 1 reinmachen, weil wir eine Quantofunktion haben. Und jetzt können wir uns, jetzt brauchen wir eigentlich nur einzugeben, wo setzen wir unsere Limite, also die Ausstieg, also die Ziele, die Kursziele, die der Stefan uns genannt hat. Das war einmal, war das die 59 Euro, das heißt an dieser Stelle wären das die 17,43 oder die 51 Euro. Und das heißt hier die 25,43, aber viel wichtiger wäre natürlich der Einstieg, das wäre bei 70. Das heißt, die Limit Order würden wir hier bei 6,43 platzieren, vielleicht irgendwo darum. Und so kann man sich das ausrechnen. Gehen wir mal aber zurück
zu dem anderen Produkt. Das heißt, wir sagen jetzt mal, wir wollen keine Quantofunktion. Das heißt, wir haben in dem Fall einen leicht veränderten Basispreis. Das heißt 76,46. Und ja, der Kurs des Basiswertes hatten wir die 68. Ich muss kurz gucken. Die 68,60 aktuell. Und wir haben gerade einen Euro US-Dollar 1,06. Das heißt hier 7,40 sind wir hier nah dran. Jetzt müssen wir nur noch wie auch wieder die Ziele eingeben. Das wären hier einmal Kurs des Basiswertes. Also der Einstieg in den Trade bei den 70. Das heißt, in dem Produkt wäre das ein Limit bei 6,08. Und der Ausstieg wäre 59 an der Stelle, die 16,46 oder die 51, die 24,01. Man muss natürlich an dieser Stelle beachten, dass der Euro-US-Dollar sich auch noch bewegen kann. Das heißt, man kann auch simulieren, was passiert, wenn der Dollar etwas also schwächer wird, beziehungsweise was passiert, wenn der Dollar sich verstärkt. Und wie wird es berechnet? Ich habe mal ganz kurz hier die Formel gezeigt. Im Endeffekt zieht man beim Put, zieht man den Kurs des Basiswertes vom Basispreis ab und bereinigt das ums Bezugsverhältnis und den US-Dollar. Und beim Call dreht man das Ganze um. So viel zu dem Produkt und ich übergebe an die Kollegen zum neuen Basiswert. Das ist an dieser Stelle der Kaffeepreis. Genau, wir kommen zu Kaffee. Für den einen oder anderen vielleicht ein etwas exotischerer Markt, aber ja, gerade solche Rohstoffe sind sehr viel logischer, als es jetzt zum Beispiel mitunter einzelne Aktien sind oder auch teilweise Währungen. Und Kaffee ist tatsächlich sehr interessant. Viele Rohstoffe haben ja in den letzten Jahren heftige Preisschocks erlebt oder erleben sie gerade immer noch. Kakao zum Beispiel schießt gerade wieder nach oben. Und der Kaffeepreis auch, das hat oftmals mit wetterbedingten oder klimabedingten Defiziten zu tun oder Sorgen um Defizite, die bei der Ernte aufkommen können oder entstehen können. Und wir sehen auch hier, wenn man sich mal die 20-Jahres-Historie anschaut, dass wir nicht so weit weg sind vom 20-Jahres-Hoch. Das 20-Jahres-Hoch war hier im Jahr 2011. Damals endete der Bullenmarkt nicht nur bei Kaffee, sondern bei sämtlichen Rohstoffen. Und danach ging es viele Jahre gen Süden. Und im Moment sind wir hier in Lauerstellung für eine größere Preisbewegung. Von solchen hohen Preisniveaus ausgehend ist es in der Regel so, dass wenn jetzt nicht, wie es bei Kakao der Fall war oder bei Orangensaft, wenn jetzt nicht die halbe Ernte zerstört ist, dann brechen solche Preise auch wieder ein bzw. korrigieren stark. Ganz einfach, weil immer die gleichen Prozesse ablaufen. Wenn ein Preis sehr, sehr stark sich verteuert, dann haben die Produzenten einen Anreiz, die Margen gehen ja dann nach oben, dann haben die Produzenten einen Anreiz, mehr zu produzieren. Jeder von uns würde genauso agieren. Wenn er ein Produkt herstellt und stellt jetzt fest, meine Kosten sind sehr, sehr ähnlich wie zuvor, aber ich kriege jetzt am Markt das Doppelte, dann würde man versuchen, möglichst viel von diesem Produkt jetzt herzustellen und an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das ist das eine, was passiert und gleichzeitig auf der Verbraucher- oder auf der Nachfrageseite nicht sofort, aber wenn man eine bestimmte Preissteigerung erreicht ist, gerade bei so einem Markt wie Kaffee, während man Rohöl jetzt schwer substituieren kann und sagen kann, okay, ich fahre jetzt nicht mehr Auto, ist es bei Kaffee so, man könnte ja einfach weniger konsumieren davon. Das kriegt man schon hin, es sei denn, man ist Hardcore-süchtig, aber das sind ja die wenigsten. Also insofern passiert also eigentlich fast immer das Gleiche, nämlich wenn die Preise nach oben gegangen sind und sich auf einem hohen Niveau festgesetzt haben, dann versuchen die Produzenten mehr zu produzieren. Das Angebot weitet sich aus und gleichzeitig oder sehr, sehr zeitnah geht die Nachfrage nicht weiter nach oben, sondern reduziert sich in der Regel sogar. Und dann bekommen wir auf einmal eine genau umgekehrte Situation von dem, was man vorher hatte. Die Preise brechen dann ein, weil es eben eine Überproduktion gibt. Und wenn man sich mal anschaut, hier die COT-Daten,
Das Niveau, was wir jetzt jüngst hatten, als wir so bei 250 ungefähr waren, das war ja die höchste Nettoposition aller Zeiten bei Managed Money, also bei den Fonds. Und in der Vergangenheit, hier zum Beispiel 2022, ist der Preis brutal eingebrochen von 260 ungefähr auf unter 150. Wir hatten das im Jahr 2016 auch auf einem ähnlichen Niveau. Auch da ist der Preis deutlich gen Süden gegangen. Wir hatten das im Jahr 2010 auf 2011, hat ein bisschen nach oben überrissen und dann kam aber eine fette Korrektur. Wir hatten das 2014 auf 2015, auch da. Und wir hatten das auch im Jahr 2008. Also immer wieder hat dieser Preis gen Süden reagiert, wenn eine vergleichbare Konstellation in den COT-Daten gegeben war und wenn ein ähnliches Preisniveau erreicht war. Das heißt also, Faktor 1 bzw. Filter 1, COT-Daten zeigen hier ganz klar sehr viel Abwärtspotenzial auf. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie schaut das unter saisonalen Gesichtspunkten aus? Und da sehen wir, dass die Saisonalität ein bisschen die Euphoriebremse drückt oder tritt. Denn saisonal haben wir jetzt im November eigentlich einen der typischerweise stärksten Monate. Das heißt also, die Saisonalität unterstützt das jetzt im Moment nicht, aber Märkte entwickeln sich nicht immer typisch saisonal. Deshalb wird erstens darauf zu achten sein, bewegt sich der Preis tatsächlich typisch saisonal weiter oder fängt er an und ist schwächer als saisonal üblich. Das wäre zum Beispiel dann so eine Situation, wie wir sie jetzt im Juli hatten. Damals hatten wir saisonal einen Anstieg zu erwarten in der zweiten Julihälfte. Der Preis ist aber gen Süden gegangen. Wenn so etwas beginnt, dann ist das eigentlich immer eine ganz attraktive Situation, um einen Trade, in dem Fall wäre das dann gen Süden, aufzumachen. Ansonsten muss man natürlich gucken, wenn hier noch Stärke bis in den späten November vorherrscht, dass man noch ein bisschen Pulver trocken hält und nicht zu viel schon reinsetzt in einen Trade. Aber grundsätzlich, gerade diese hohe Investitionsquote bei den Fonds und die starke Netto-Short-Position bei den Produzenten, das schafft viel Potenzial für die Short-Seite. Das heißt also, auch hier kann eine sinnvolle Option oder eine sinnvolle Variante sein, dass man eben nicht mit vollem Einsatz arbeitet. Wenn jetzt jemand sagt, ich setze immer 5.000 Euro ein pro Trade als Beispiel, könnte er ja jetzt sagen, okay, Saisonalität unterstützt das noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht genau, auf welchem Preisniveau wir rein sollen. Das wird dann Stefan gleich sagen. Also, weil die Saisonalität das Ganze im Moment noch nicht unterstützt, vielleicht halbe Positionsgröße. Aber man sucht eben über den Preis einen sinnvollen Einstieg und kann dann dort mit einer ersten Tranche eine Position aufmachen. Das wäre jedenfalls die Verfahrensweise, wie ich sie, also nicht wie ich sie umsetzen würde, sondern wie ich sie auch umsetze, wie ich konkret vorgehe. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die relevanten Preislevels. Wo macht es Sinn einzusteigen? Und da wird uns der Stefan jetzt hier zeigen, was die charttechnische Situation hergibt. Genau. Und schön zu sehen hier in der Tagesebene ist der immer noch intakte Aufwärtstrend, kann man, auch wenn er schon weit fortgeschritten ist mittlerweile. Wir haben hier auf der Wochenebene, sieht man am MACD auf der Wochenebene berechnet auch, dass wir hier schon so eine leichte Ermüdungserscheinung reinbekommen. Das heißt, das ist ein Warnsignal, es ist allerdings noch kein Trading-Signal. Beim Kaffeepreis würde ich aufgrund der Tatsache, dass eben der Aufwärtstrendkanal noch intakt ist, eine Bestätigung abwarten für ein Verkaufssignal. Und das sieht man sehr schön. Wir haben hier bei rund 240 US-Cents einmal eine horizontale Unterstützung und gleichzeitig auch noch diese Unterseite von dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Und erst wenn diese Region wirklich unterschritten wird, dann ist von einem Verkaufssignal, von einem oberen Trendwendesignal auszugehen und dann eben auch von einer entsprechenden korrigierenden Bewegung nach unten. Entsprechend habe ich auch das Trading-Setup gewählt. Das heißt, in dem Fall eine Stop-Buy-Bedingung. Wir gehen erst eine Short-Position ein, wenn wir unter 239 US-Cents fallen, in dem Fall eben knapp unter die 240, die ich schon als Unterstützung genannt habe. Der Ausstieg dann
Da machen wir noch ein paar Linien weg, dann kann man wieder mehr erkennen. Ich versuche das mal so einigermaßen einzuzeichnen. Das heißt, wir müssten hier drunter fallen mit dem Kurs, damit wir eine Short-Position eröffnen. Und sollte der Kurs sich dann allerdings wieder erholen, dann ist immer die Möglichkeit da, dass dieser Ausbruch hier nach unten ein technisches Fehlsignal darstellt und insofern dann sich die Bedeutung dann komplett umdreht. In dem Fall wäre es dann eben so, dass ein weiterer Anstieg zu erwarten wäre, heißt, wir müssen uns die Short-Position dann entsprechend absichern. Und da wir die ja erst eingehen, wenn wir unter die 239 fallen, macht es eben Sinn, den Stoppkurs bei rund 260 US-Cents zu legen. Da hat der Kurs auch noch ein kleines bisschen Spielraum zu schwanken, nachdem er da dieses Verkaufssignal generiert hat. Und wenn sich dann alles wunderbar entwickelt und der Kurs eben weiter gemäß unserem Szenario nach unten nachgibt, wäre das nächste Kursziel dann bei rund 200 US-Cents. Das ist kurzfristig erreichbar. Das könnte möglicherweise noch in diesem Jahr erreicht werden und dann darüber hinaus für das kommende Jahr, für die kommenden Monaten wäre dann die Region um 193 zunächst und dann im weiteren Verlauf die 175. Das wäre etwa so diese Höhe hier, wo wir uns Anfang des Jahres aufgehalten haben, beziehungsweise da eine Unterstützung markiert haben. Mit dem, soweit das Trading Setup. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Stop-Buy, in dem Fall eben nur die Short-Position eröffnen, wenn wir unter 239 fallen, den Stop-Kurs, den Ausstieg dann bei 260 und die Kursziele 200, 193 und 175, was dann eher mittelfristiges Ziel wäre. Und mit der Information gebe ich dann auch schon wieder an den René weiter und dann können wir zum guter Letzt noch das Pfund gegen den US-Dollar besprechen. Genau, wir sehen hier als erstes den COT-Chart. Oben sehen wir den Preisverlauf von dem britischen Pfund. Das also entspricht, das ist der britische Pfund Future, das entspricht aber britischem Pfund in US-Dollar, also GBP versus US-Dollar. Und da sehen wir, dass es nach diesem 2022er Zusammenbruch sich kräftig erholt hat. Und jetzt die jüngere Vergangenheit haben wir gesehen, dass es hier, ich markiere das gerade mal schnell, da waren die Fonds, grüne Linie, sehr, sehr hoch investiert, noch höher sogar als im Jahr 2007. Und damals gab es dann einen brutalen Einbruch, natürlich im Rahmen der Finanzkrise, Zusammenbruch des US-Häusermarktes. Es gibt immer irgendwelche fundamentalen Gründe, die ja dann das Ganze auslösen, aber wenn keiner investiert wäre oder wenn die Investitionsquoten nicht so hoch wären, würden die Preise auch nicht so stark fallen. Das heißt also, es ist logisch, dass natürlich dann, dass man sagt, ja, das war doch nur wegen der Finanzkrise. Ja, natürlich war es wegen der Finanzkrise, aber die Voraussetzung dafür, dass es so einbrechen konnte, waren eben sehr hohe Investitionsquoten. Das heißt also, nicht immer, wenn die Investitionsquoten hoch sind, bricht auch der Markt stark ein. Aber ich habe eine unheimlich gute Ausgangssituation, wo einfach großes Potenzial da ist. Nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger. Und jetzt hatten wir eine noch größere Nettoposition, wie wir es hier gesehen haben. Und der Preis kommt schon dynamisch zurück. Wir waren bei 1,34 irgendwas in der Spitze und sind jetzt schon auf 1,27 zurückgekommen. Die Fonds, grüne Linie, sind am Verkaufen. Und dementsprechend ist also hier schon mal der Faktor, COT-Daten bearish zu werden. Wenn wir uns die Saisonalität anschauen, haben wir jetzt im November zumindest eine Phase, in der es nicht gegen die Short-Seite spricht, sondern wir sehen eigentlich, dass es bis Ende November eher seitwärts oder zur Schwäche neigend läuft. Und was wir auch sehen, blaue Linie, ist ja der tatsächliche Verlauf. Wir sehen, dass der Markt sich nicht nur typisch saisonal verhält, sondern er ist sogar einen Ticken, also prozentual betrachtet, schwächer als saisonal üblich. Das können wir daran sehen, dass diese Linie hier deutlich unter dem 15-Jahres-Durchschnitt sich bewegt, beziehungsweise unter der 15-Jahres-Saisonalität sich bewegt. Das heißt also, wir haben zumindest keine Stärke, sondern sogar eher eine relative, also eine leicht relative Schwäche. Saisonal
blockiert hier nichts, dieses Short-Szenario, und die COT-Daten sagen ganz klar Short. Das heißt also, die Vorfilter insgesamt geben hier den Hinweis bzw. die Empfehlung, dass man bei GBP versus US-Dollar die Short-Seite präferieren sollte. Sorry. Und damit übergebe ich ein letztes Mal an den Stefan, der das Ganze nochmal charttechnisch beleuchten kann. Genau, nicht nur das, sondern beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar bzw. speziell beim US-Dollar haben wir ja aktuell auch noch den Einfluss der US-Wahl sozusagen. Donald Trump hat ja im Wahlkampf angekündigt, dass er unter anderem deutliche Zölle auf Importwaren verhängen möchte. Das verteuert natürlich dann die Produkte in den USA und schiebt damit die Inflation wieder an. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Notenbank, die diese Inflation dann ja mit zunächst weniger oder geringeren Zinssenkungen bekämpfen wird und wenn das nicht ausreicht, dann sogar mit Zinsanstiegen. Und das erklärt eben, warum, wenn eben diese Maßnahmen durchgeführt werden, wieso mittelfristig dann auch der fundamentale Hintergrund für einen festeren US-Dollar und gegen ein festeres britisches Pfund spricht. Soweit dazu. Von der technischen Seite her sind wir aktuell bei 1,27 einer markanten Unterstützung dran. Wir hatten die schon mal Anfang August getestet, erfolgreich, und danach ging es nach oben. Jetzt haben wir diesen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal mittlerweile verlassen und nachdem wir eben jetzt diese Unterstützung erneut erreicht haben, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es nochmal die nächsten Tage eine kleine Gegenbewegung nach oben gibt, bevor es dann zu einem weiteren Verkaufssignal kommen sollte. Heißt, in dem Fall habe ich keine Stop-Buy-Bedingung, wie wir es eben bei Kaffee hatten, sondern ich habe auch hier nochmal eine Limit-Bedingung, 1,2820. Wenn wir dahin steigen, dann würde ich eine Short-Position eröffnen. Der Ausstieg dann knapp über diesem letzten Zwischenhoch. Da machen wir nochmal ein paar Linien weg und genau, da kann man das sehen hier. Bei 1,31 hätte ich denn oder würde ich den Stoppkurs dann platzieren und nach unten hin, wenn wir die 1,27 klar nach unten durchbrechen, in dem Fall ja 1,2680, das wäre so das nächste Ziel dann, und im weiteren Verlauf 1,2520 und 1,23, was dann eben in den kommenden Wochen erreichbar wäre. Und ich habe es ja vorhin schon angekündigt, wir haben ja am 4. Dezember das nächste Webinar, dann können wir auf den Trade nochmal eingehen, wie es dann auch vom mittelfristigen Bild aussieht, wenn der Trade dann schon läuft in die richtige Richtung, wie man dann die Stoppkurse eben nachziehen kann und welche Kursziele sich darüber hinaus ergeben. Das war es von meiner Seite aus zum Pfund gegen den Dollar und ich übergebe jetzt am Ende dann nochmal an den Holger. Genau, das übernehme ich doch gerne. Und zwar, ich würde gerne noch auf unseren Webinarkalender hinweisen. Wir haben zum einen, also Sie finden den Webinarkalender unter ideas-webinar.de und dort sehen Sie die Veranstaltungsübersicht. Das heißt, wir haben jetzt noch die Trading-Gruppe drin, aber morgen haben wir ein Webinar mit Robert Halver. Er ist Analyst bei der Baader Bank. Das heißt, morgen um 18 Uhr nochmal einschalten. Ansonsten nächste Woche habe ich die Prime Quants hier. Die Woche darauf Feingold Research. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie sich natürlich auch über unseren Webinar-Newsletter informieren lassen. Das heißt, wir informieren Sie immer am Mittwoch, wer dran ist. Insofern bleiben Sie auf dem Laufenden, melden Sie sich an. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns dann im Dezember und ich bin gespannt, wie eure Trades dann aufgegangen sind. Insofern schönen Abend euch beiden noch und alles Gute. Bis dann. Tschüss.